Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu Folge 21 von Let's Play Crusader Kings 2. Wir spielen noch immer die Kanarischen Inseln. Noch immer sind die Kanarischen Inseln ein Großherzogs, irgendwas rum. Großhäuptling, aha, bin ich, genau. Großhäuptlingstum, genau. Also unterhalb der Grenze von unterhalb. Eigentlich sind wir gar nichts, nach wie vor. Wie lange spielen wir schon? 100 Jahre? Was denn jetzt schon wieder? Anführer des Stammes für Hanna von Daura. Weißt du was? Hier, die Eule, die Technologie studiert. Ist zwar schön, aber ich kümmere mich gleich drum. Korruption aufgedeckt, genau. Intrigieren. Verschwörung aufgedeckt, jährlich. Schläger greifen den Hofspitzel an. Haben wir jemanden besseren als dich? Sieht nicht so aus. Nur wenn nicht. Pass auf, du kannst jetzt mal hier hingehen. Irgendwann müssen wir mal was Sinnvolles machen. Nazar ibn Anatar ist nun voll hier. Er ist ein kaufmännisches Genie. Sohn von uns. Schön zu wissen. Du bist ein kaufmännisches Genie. Das gefällt mir. Wohltätig, schüchtern. Ich, was ist denn jetzt schon? Melal und Basima. Wer sind das? Keine Ahnung. Irgendjemand hat Kinder gekriegt. Ich krieg doch ständig irgendwer Kinder. Meistens die Verwandten. Das ist ja fürchterlich geduldig. Das meine ich mit, wenn man die Übersicht verliert, wird es kritisch. So. Zumindest ist Nazar ein verwaltungstechnischer Dingsbums. Komm, könnten wir rechte jetzt heiraten. Wen könntest du denn heiraten? Du, oh Gott, nein, der Arme. Das können wir nicht antun. Hast du irgendwelche Ansprüche? Nee, nichts, ne? Egal, talkst eh nicht. Auf jeden Fall ein paar Höflinge, die gute Meinung von mir. Das ist ja schon Anfang. Ich will den nicht. Ich will hier. Maisa, danke. Aber bleibt's auch. Heißen hier. Aha. Ausgerechnet Uwab soll erben. Das halte ich nicht aus. Mein Lehnsherr, die Arbeit in keine Schreitung der Arme. Ganz gefallen. Faszinierend. Wunderbar. Pause. Nie wieder soll meine Schatzkammer leer sein. Das gefällt mir. Zurück dahin. Das wollte ich nicht. Da will ich hin. Da will ich hin. Hier, mein Kind. Immerhin, jetzt kommen schon wieder 1100 Einheiten. Scheiß Bauern. So. Hab mich genervt. Zentrum des Glaubens. Tempelstahl. Lokaler Bauzeitmodifikator. Ich kann eh keinen Tempel bauen. Kostet Gold. Haben wir nicht. Gott, ich dreh durch. Warum sollen wir dem da unten den Krieg erklären? Wer bist du überhaupt? 1700 Mann führt eure Krieger alleine, ihr habt sogar die Male. Für wen soll ich das machen? Amara Gurma. Ja, was? Pff, bestimmt nicht. Für wen ist das da? Tahua, du hast nicht mal. Kümmere dich um deine eigenen Leute. Soll ich das gefälligst machen? Ananta Regent, Maisa. Wo ist er? Gott im Himmel. Wieso ist schon wieder kein Regent? Weil ich den hier haben davon hat. Gott, ich hasse euch. Im Falle meines Todes nach. Ich will nicht Ufab als Nachfolger. Das hat mir gerade noch gefehlt. Kann man Lara wählen? Die ist nicht unfähig. Das ist schon ein guter Anfang. Guck mal nach Reme. Nazar ist auch erwachsen geworden, taugt aber auch nicht so richtig was. Gurnareme und Diplomatie, das ist alles nicht so das Wahre hier. Wen könnten wir im Zweifelsfall als... Was ist denn hier los? Zentralisierung. Das finde ich aber nicht. Das auch nicht. Noch weniger. Stammesorgan... Wie haben wir das durchgekriegt? Mittel. Das ist völlig wurscht. So. Das funktioniert zu jammern. Ihr macht das, was ich euch sage. Puh.
ist einer mehr Militär als ich. Das nervt. Ungemein nervt sowas. So, dann können wir es eh nicht leisten. Die Leute sind unerheblich. Immerhin, wir können jetzt 5000 Mann von den Kanarischen Inseln transportieren. Also im Zweifelsfall holen wir uns zwei so eine Dings da. Brauchen mehr Punkte. Mehr Krieg gewinnen. Überhaupt. Was wollte ich jetzt? Den Regenten. Tja. Dann so. Und das ist so das Letztmögliche. Kurtisane, hm? Die waren zum Regenten eigentlich. Oh. Sag mal, was ist denn eigentlich mit... Personen suchen. M-A-I. M-A-I. Existiert im Reich nicht mehr. Das ist Y, egal. Wieso kann ich den nicht mehr auswählen? Der war relativ gut. Maisar. Wieso kann ich den nicht zum Regenten wählen? Das verstehe ich nicht. Also Birdum Kren ist natürlich das da oben. Du gehörst ja hier gar nicht mehr. Warte mal. Weil du jetzt unabhängig bist, du Arsch. Wieso bist du jetzt schon wieder unabhängig? Weil du das da geerbt hast. Warum? Erbfolge Tabitha im mein Neffe. Ich rate mal, der Sohn von Maisar. Maisi, guter alter Freund. Wir sind doch richtig gute Kumpels, oder? Hättest du nicht Lust auf eine kleine Vasalisierung? Gott, ich hasse dich. Hast du irgendwelche Bündnisse? Nee. Wenn ich jetzt gegen den Krieg führe mit seinen 5 und hat er sofort 2000 Mann, richtig? Wir wissen doch, wie das abläuft. T-Shirt-Quest kriegt man. Nur können wir uns das nicht leisten. Also warten wir mal ab, ob dem sein Prestige und Co. sich nicht auflöst. Gott! Zum Glück braucht man einen Regenten hier. Guanarema auswählen, fertig. Irgendwen, Hauptsache. Am besten unmittelbare Familie. Nicht, dass es wirklich eine Rolle spielen würde, weil Maisar wäre immer noch möglich, aber. Das ist faszinierend. Wer bist du? Verwandte, ne? Tochter von Maisar. Ist mir völlig wurscht. So, nochmal. Als einer wie? Das hat mir gerade noch gefehlt. Dass ich als einer wie spiele. Das gibt eine Kommune. Ist mir gut. Hohe Bildung. Mhm. Pubertät plus 0,02. Nee, gar nichts. Das brauchen wir. Verwaltung. Kohle. Das macht deine Gattin. Auch nichts. Bildung. Lauter Theologen hier. Gott, wer hat den nur ausgewählt? Und warum? Wer ist da hier? Sag mir den hier. Du bist nicht in meinem Haus, du darfst also nicht mehr Regent werden. Position. Regent. Absetzen, danke. Und jetzt. Ich habe keine Ahnung. Den könnte ich wählen. Wer bist du, Nazar? Hast aber sonst nicht viel drauf. Uwab. Ausgerechnet von allen Menschen dieser Welt muss ich Uwab auswählen? Das ist dann ja ernst. Man bringt ein bisschen Prestige. Pietät. Wo hast du die viele Pietät her? Egal. Hauptsache irgendwen ausgewählt. Wir werden ja sehen. Tipp von Gobia. Was? Wie bist du denn an die Macht gekommen? Ah, gab es hier kleinere Kriege? Streit? Jetzt habe ich mal sein mehr. Nicht schlecht. Also, mein Freund, reden wir doch mal. Wer bist du?
Du bist 11 Jahre alt und hast einen Regenten. Khalifa, mein Freund, reden wir doch mal. Ich kann ihn tatsächlich entziehen. Ne, lass mal. Ich meine, dann hätten wir ein Problem weniger. Aber eigentlich würde ich lieber den hier in den Titel entziehen. Warten wir mal weiter ab. Gedulden wir uns. Nur nicht übertreiben. Die sollen hier unten noch alle schön rebellieren gegeneinander. Ja, ist die Häuptling Uwab. Wer ist denn der Nachfolger auf den Titel hier? Tabitha ibn Uwab, mein Neffe. Bist du denn schon mit irgendwem verlobt? Guck mal. Da haben wir doch Kurdistane zu Kanarien. Wie alt bist du? 5. Guck mal hier. Tagwilut. Nichte von mir. Guck mal. 42 Ibn. Was? Wieso will ich als der jetzt schon wieder? Der macht mir alle her. Ich bin jetzt 42. Der hat aus seinen Trinken auch wieder nichts drauf. Wie man sieht. Der hat lieber Kohle. Fürchterlich. Nee, das geht so nicht. Dann noch lieber als Uwab. Gott, sind das Zeiten, wo man lieber Uwab als 43 spielt. Oh Gott. Ich werde dafür belünscht werden. Okay. Wir könnten jetzt wirklich mal überlegen, wen wir hier oben überfallen oder so. Offensichtlich niemanden. Herzogtümer. Toll, jetzt habe ich 292 Bekloppte, die Krieg führen wollen. Aber nur gegen Feinde, welchen Grundes auch immer. Was? Könnt ihr mir mal erklären, wieso die jetzt von da unten sein sollen? Okay, Dynastien, Sribini, Religion. Sunnitisch-Muslimisch. Ah, heilige Glaubensstätte. Aha, ihr seid hier oben. Völlig unbekannt. Wer seid ihr überhaupt? Katholisch-christlich. Gehört ihr noch irgendwas? Oh ja, die gehört. Uiuiuiuiui. Nicht wenig. Können wir nicht einfach in England einfallen oder so? Jetzt mal im Ernst. Ich gebe hier. Grundsteuer, geplündert. Bringt uns gar nichts. Wo die gehören die beiden hier? Lehnsherr, dem gehört das. Was ist mit der Ecke hier oben? Wie viel bringt die? Grundsteuer 2, auch nicht viel. 366, immerhin, das hat nichts. Und du hast wirklich nur das. Du bist ein guter Grund, Krieg zu führen. 874, mein Freund. Ich wollte schon immer mal Irland anfallen. Nachschub mit 12.000, das sind wir gar nicht. Wir halten das mal im Hintergrund. Nachfolger? Katriona, eine Frau. Oh, ihr werdet vernichtet. Was du hier eigentlich für die Pest? Im Versteck, ist ja noch besser. Mann, macht immer das leicht, ich muss den überfallen. Fertig. Bei schnellstbester Gelegenheit. Wieso hast du keinen Ausbilder? Egal, hier irgendwen. Wen ist mir egal? Irgendwer irgendwas kann. Am besten eine Frau. Am besten irgendjemand mit guter Meinung. Aber ich, da geht's immer gut los. Hier, Dalal, bitteschön. Sollen mich alle lieben und mögen. Am besten meine Untertanen vor allem. Wir alle wissen, die hassen mich. Ich weiß gar nicht wieso. Immerhin, Uwab hat eine gute Meinung von uns neuerdings. Hinterlistiger Schurk. Oh Gott. Nächste Tapfer, irgendwas. Heirate. Irgendwen. Ist egal. Lass mir Ruhe. Eltern? 42. Geht klar. Geht da los. Irgendjemand. Altersmäßig. Jung. Nazar Höfling in...
Unser, hier Cousine, was weiß ich, ist doch vollkommen egal. Sven, viel Spaß, gib Ruhe. So, ein Anspruch durchsetzen, selbstverständlich, das Prestige ist mir völlig schnuppe. Wir haben einen Anspruch und der wird durchgesetzt. Und wenn es das allerletzte ist, was ich tue. Lasst mich kurz überlegen, was ist denn das letzte Mal passiert, als wir das gemacht haben? Nun ja, es lief nicht unbedingt optimal, würde ich sagen. Aber das muss es ja auch nicht unbedingt. So, gehen wir jetzt mal wieder auf... Entschuldigung, dann. Du da, hast 679 Truppen. Du hast auch nochmal 500. Vasallen, mit wie vielen Truppen werden wir dir angezeigt, ne? Pakte, 10 Pakte gibt alle deine Vasallen, ne? Die dich aber ohne unbedingt allzu sehr mögen. Was auf die 3. Die auch nochmal ein paar haben. Was wäre, wenn wir in den Krieg ziehen? Ich sollte ab und zu mal speichern, ne? Nun, wir haben jetzt nicht allzu viele Punkte, aber wir haben immer noch ein paar Jährchen Anspruch. Frage, wie viele Befehlshaber haben wir? Nicht allzu viele, das ist nicht beruhigend. Was haben wir an Kampfkunst? Null. Du darfst mit Sicherheit überhaupt gar keine Truppen führen. Erst einmal in Militärintrige. Wir brauchen jetzt mal kurz einen... Können wir uns nicht leisten. Schön. Ja gut, das muss ja auch nicht unbedingt sein. 1071. Das ist jetzt nicht so unbedingt die Welt. Und auf Verstärkung können wir auch nicht hoffen. Krieg kostet Geld und was auch immer. Und davon haben die auch ein bisschen mehr als wir und Punkte haben sie sowieso. Bei dem 1100, ja gut, dann hat sich das ja schon fast leid. 500. Aber ob der vorhat, für seine Vasallen Krieg zu übernehmen? Ich traue mich immer nicht, weil der drüber ist, aber ich glaube es eigentlich gar nicht. Den können wir keinen Krieg handeln. Das ist nämlich unheimlich. Dem könnten wir den Krieg erklären. Das, Unterwerfung ist immer lustig, aber nein. Ich will nur das da. Unterwerfung wäre lustig, aber nein. Hatten wir einmal probiert. Ach komm, jede Generation hat das Recht auf seine eigenen Kriege. So, genau. Und jetzt aktivieren, aktivieren und Vasallen einrufen. Wie viele Truppen sehen wir dann, wenn es soweit ist? Die Schiffe in die See stechen lassen, genau. Das Tempo wieder hochgehen, damit es nicht so lange dauert. Unsere versammelten Truppen hier, Dankeschön. Einheiten ausbalancieren, ihr macht das schon. Zack, da rein. Zack, und dahin und ausladen. Ihr könnt derweil gehen, das kostet nicht das Geld, jawohl. Leider kennen wir im Moment nicht, das war klar. Keiner kann. Das ist ja sehr beruhigend. Alles Verräter. Uwe, warum können deine Truppen gerade nicht? Und der ruft alle anderen in den Krieg. Und die kommen natürlich auch, ne? War klar. So, mal gucken, wie viele jetzt da gegen uns haben. 500 hier, 700 da, 700 dort. Häuptling. Ja, jetzt spielen wir als Uwe, ba. Der freut sich schon auf den Krieg. Arschlach. Ah. Die wollen uns belagern, ne? Mach mal. Als einer. Was? Wieso den? Ich frag mal erst. Banditen überfielen auch nicht schlecht. Macht man. Ich will ja bloß hier hin, ne? Mir interessiert mich gar nicht. Was die hier machen, ist mir völlig wurscht. Da oben könnt ihr mit Tausenden von Mann belagern. Seht ihr das? Und schon kommen die. Wieso kriegen die das denn bald, die anderen Abgeordneten, Vasallen? Ich müsste die einfach mal auf der Freiheit gewähren, gut ist. Dann kommen die anderen Vasallen mal auch ihre Freiheit. Was ist das zum Kotzen? Ja, lass nur was kommen. Hab jetzt Besseres zu tun. Ich bin im Krieg, falls das nicht aufgefallen ist.
Hier, das sind hier, die sollen sich gefälligst selber wehren. Falls ihr denkt, dass ich euch zu Hilfe komme, nö. Ihr führt hier permanent Krieg gegen mich, also sollen die Damen und Herren doch bitte ihren eigenen Scheiß machen. Nur hier von Katina ein Bild in Häuptling Uranko von Kano geschmiedet, ne? Macht das mal. Ach, jetzt habt ihr wohl ein Problem damit. Das regt euch wieder auf, wa? Immerhin Fraktion aufgelöst, wie schön. Ja, mach mal. Tochter mit einem Titrit. Gesundheit, lass es dir schmecken. Na komm, weiter geht's. La la la. Also, jetzt bitte Ohren. Ich hoffe, schließlich noch mehr. Bis zum Geier. Na klar. Achso, die wollen bloß nicht. Hm, war klar. Gut, 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 gut. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich finde es zwar in gewisser Weise schön, dass unsere Truppen im Kampf meistens eine ganze Nummer stärker sind, aber... auf die Burg zu entlagern, das ist gar nicht eure Aufgabe. Geht irgendwo hin, wo ihr euch ausruhen könnt. Danke. Und dann wartet ihr dort, bis die ankommen. Rache der alten Götter. Als Antwort auf das neue Zeitalter der Kreuzzüge und des Dschihad der abrahamistischen Monotheisten bei der großen Tengri-Kut hat der große Tengri-Kut Chakhakan alle tengrischen Schamane über die Pläne für eine großartige tengrische heidnische Antwort unterrichtet. So können jetzt alle heidnischen Religionsführer ihren eigenen großen heiligen Krieg erklären. Dies könnte der Anfang einer nie dagewesenen heidnischen Aggression sein. Schön, und ich sitze hier unten und muss kämpfen. Im Chaosruf von Gobe schafft es meine Mann erfahren, von Dandy in die Ecke zu treiben. So, und jetzt werde ich euch mal kurz eine Pause. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Militär, nein, Intrigen. Gefangene. 7, aha. Das waren nicht die, die ich suche. Zählt was, wie ich Schlacht zu Ende sind, oder was? Egal. Halt. Es nervt. Ich würde gerne auch mal so viele Soldaten haben. Nur ein einziges Mal. Und als ich sie hatte, konnte ich sie nicht nutzen. Und das eine Mal konnte ich sie mit dem Schiff nicht. Ich hasse die Mechanik dieses Spiels manchmal echt abgrundtief. So. Bist du jetzt bereit, die abzukaufen? 10 Gold, bitteschön. Hier. Nö, bist du nicht. Gott, müssen wir erstmal warten. Gott, wie muss auf den Keks gehen. Geh weg hier. Das wird immer nicht. Weißen Frieden macht ohne. Kapitulieren heißt, wir verlieren Punkte. Zahlt 40. Na danke. Bitte gleich sofort. Und zwar bevor ich das Geld von dem anderen krieg. Ja, auflösen, danke. Das nervt. Ich werde euch nochmal jemals wieder einen Anspruch hier erfüllen. Irgendwem da unten. Was ist das hier eigentlich mehr? 150 Galeeren, verschwinde. Ja, genau, die brauche ich jetzt. Verschwindet, löst auf euch, in Luft am besten. Arschlöcher, religiöse Führer, die keinen Krieg mitführen. Hier unten gibt's nur Stammheiden. Gegen wen wollt ihr denn kämpfen? Hier, gegen die 15.000 Mann oder was? Gucken wir mal, wen hat denn der zur Verfügung? Oh, bloß 5.000, na, dann werden wir doch mit den 300 Mann sofort losgehen, ne? Das ist ein Schwachsinn. Wer ist jetzt schon wieder und warum? So, Großvisier, wen hier? Annen, irgendwann. Scheiß drauf. Bamari, Höfling. Hier, bitte. Kannst du haben. Was machst du? Ansprüche fingieren? Klingt gut. Auf Bild und Krähen wäre nicht schlecht. Zack. Durchsetzen, Krieg führen. Wer bist du und warum? Uwab. Hinrichten. Nein, Maisar. Den wollten wir mal haben als Nachfolger. Dann hat er das scheiß Land hier geerbt. Ich werd blöde. Ja, seht ihr? Und schon habt ihr keine passende Nachfolger mehr, ne? Großarzt, also ich kümmere uns mega. Das ging schnell. Angekommen, Ansprüche durchsetzen, ist mir völlig Schnuppe. So, mein Freund, Krieg erklären. Was kostest du mich? Erstmal gucken, was hast du für Truppen? 392. Unschicklich, keine Zeit für den Scheiß, kümmere dich. Lass mich mal raten. Nein, das da.
extrem maßvoll. Meinung der Kirchen A. Der wird doch sofort wieder sich 2000 Truppen rausholen, oder? Soll ich was sagen? Wenn wir schon verlieren, dann aber richtig. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Militär. Ah, ne, können wir rein. Quatsch. Wir müssen natürlich erst den Krieg erklären. Zack. Willst du aber servieren, nicht was, ne? Gut, dann Krieg erklären. Ansprochen. Wenn nicht, 100 Prestige, wenn juckt's. Wir haben eben minus 193. So, dankeschön. Die wollen eh alle nicht. Kann man also Schmiede sein. Die Boote bitte ins Meer, danke. Die Truppen bitte aufs Boot. Nein. Kommen schon 2500 entgegen? Keine Ahnung. Zack. Und der hat jetzt immer noch dasselbe Prestige, oder? Gucken wir mal. Ah, jetzt hat er es aufgebraucht. Wisst ihr was? Bleibt mal da oben. Macht mir einen schönen Rüchen hier. Nur keine Hektik. Nur keine Hektik. Nur plündert ihr mal. Derweil gucke ich mal. Wie ich euer Land plündere. Gucken wir schnell aus. Egal. Wollen wir jetzt unsere Truppen? Wird wohl abnehmen, denn ja. Schön. Dass unsere Vasallen so viel von uns halten. Weil wir auch so erfolgreich sind, würde ich sagen. Zwischen den Beinen der Erfolglose. Machen. Egal. Geht nicht an. Dankeschön. Was? Aha, sehr schön. Toll, jetzt müssen wir noch kämpfen, bevor die Belagerung beendet ist. Natürlich. Und komm mal her. Da ist doch irgendwo unser. So, das dürfte damit erledigt sein. Unabhängigkeit, Anführer ist der eine da unten. Okay, klar, also. Eingehen, danke. Können wir irgendwann mal die Beziehung verbessern zu unseren Untertanen? Kann auch was helfen. Haben wir das Feuer erobert oder nicht? Mal gucken. Natürlich nicht! Es war so arschklar! Der eine Millimeter. Ein Millimeter. Ein Millimeter. Wir können eigentlich jetzt schon wieder aufhören, weil es kostet nur Geld. Häuptling Maisar ist gestorben. Oh, das ist schön. Was? Egal. So. Stop. Pause. Wer hat das jetzt geerbt? Tabitha, der Neffe. Nachfolger? Frauen können hier überhaupt gar nicht erben. Das könnt ihr vergessen. Das kann überhaupt gar nicht sein, dass die das erbt. Hallo? Absolut de facto unmöglich. Das ist überhaupt gar nicht träge. Das ist doch gar nicht im Gesetz vorgesehen, dass Frauen hier erben. Wo habt ihr agnatisch-kognatische Wahlen? Das verstehe ich nicht. Wie haben das alle außer mir? Wieso kann hier jeder die Frauen mit gleich bestimmen? Ich verstehe das nicht. Ich werde jetzt blöde. Meine Halbschwester. Ich kann machen, was ich will. Vollkommen sinnlos. Ja, höflich auffordern, danke. Puh, so, danke, danke, ist wieder rücksprungen. Einen massiven Antrag von Rekruten, das gefällt mir. Mhm. Wie sind es denn? 10? 100? Wow. 300, ich bin beeindruckt. Kurze Frage, wenn ihr dann mal fertig seid, euch zu bewegen, könnt ihr dann mal kurz... Dankeschön, euch in Luft auflösen, weil... Müssen wir kapitulieren, ist mir egal. Wie viel wir mehr wir haben, ist doch vollkommen Rolle. Ja, komm, danke.
Lapislaninlinge und matrilinear heiraten. Ablehnen. Verzieh dich zum Teufel. Du kriegst bestimmt die Honor dieses Reich, mein Freund. Arschlach. Oberster Wahrsager. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Einer wie? Na, was soll's? Und dann... Ich habe keine Ahnung. Können wir das mal nicht, oder? Egal, mach mal. Wir werden sehen, was es bringt. Das erfahren wir in Kürze. Ah, sehr schön. Können wir jetzt neu? Sehr schön, ich kann eine neue Ambition. Das freut mich. Wer bist du? Die Kanal. Hm, klar. Eine Ambition. Reichtum wäre nicht schlecht. Nö, eher nicht. Reichtum fertig. Okay, wir werden wohl die Sache mit den Ansprüchen anders angehen müssen, sonst kommen wir nie vorwärts. Also, scheiß auf Ansprüche fingieren. Wer auch immer und warum auch immer. Und zwar... Welcher meiner Vasallen hat gerade die schlechteste mögliche Meinung von mir? Anadaura. Da oben. Dann. Du. Nein. Kriegst eine neue Aufgabe und zwar. Scheiße, Ansprüche. Du kriegst die Aufgabe hier. Bitteschön. Was machst du hier? Ansprüche fingieren. Intrigieren. Das brauchst du nicht. Geh Technologie studieren. Hast du was besser zu tun? Zack. Viel Spaß. Ist mir egal. So, haben wir noch irgendwelche offiziellen... Ihr redet immer noch die nächsten 12 Jahre, oder? Sobald wir das durch haben... Ich werde euch die Rechte so quatschen, wie ihr platzt. Ernannter Regent? Keiner. Ich habe keine Ahnung. Wer ist es denn aktuell? Bergedekret. Ist es momentan einer wie? Ich kann es kaum glauben, aber der wäre wahrscheinlich noch brauchbarer. Der 29-Jährige mit 51-Jährigen Frau. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt zum Regenten nennen möchte. Bitte. Der ist immer noch besser. Oh Mann, ist einer schlechter als der andere. Egal. Was soll's, Leben geht weiter. Aufgebote kann man aber auch früher sein, und meine bla, go bleiben wir gar nicht mehr. Wie lange? Meinung über Lehnsherren? Mhm. Brauchen wir nicht. Egal. Ich habe keinen Lehnsherren, kann mir persönlich egal sein. Ein neuer Vogel ist eingetroffen, dann ist Buch, wie ich es um die Merken kenne. Voller Kokolor. Komm, lese ein Buch, hast du was zu tun. Alles andere bringt bei dir eh nichts. Ich fühle mich wie Kreativität. Oh Gott, ich fühle, wie die Kreativität durch meinen Körper strömt. Ein Federkiel, schnell. Wer führt hier Krieg und warum? Weißt du was? Ich will es gar nicht wissen. Führt eure Kriege. Jetzt können wir einem Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Ich will nicht als einer wie. Ich habe gerade Guana. Kaum wähle ich jemanden aus, wählen die komplett sofort jemand anderen.
Wie sieht's aus? Was hast du jetzt für eine Meinung von mir? Immer minimal besser. So werden wir es in Zukunft weiterspielen. Ah. Mhm. Eigenschaft Pui, schön zu wissen. Zack. Sag mal, wessen Boote sind das hier eigentlich? Hast du noch ein Zuhause oder so? Ich frage nur mal so. Was machen die hier? Würde mich mal interessieren. Verschwindet. Egal. Ja, ja. Massiven Antrag von Rekruten. Hm, ich glaube auch. Was war denn warum? Lara ist gestorben. Ja, das ist traurig. Ehefrau suchen. Für mich mit. Ja, was hat's mit der 69-Jährigen, ne? Bringt mir sogar Punkte. Bitteschön. Und Kohle, her damit. Genau, es wird geheiratet. Zahlt gefälligst Eintritt. Die sich gegenseitig alle töten hier. Fürchterlich. Fürchterlich. Befehlshaber. Ausgerechnet der nur. Diamant Pintabita. Blablabla. Neue Hofspitzel willst du werden. Sag ich mal her. Ja, 42 ist jetzt wirklich nicht so der Beste. Tschüss. Der nächste bitte. Technologie studieren in. Da bitte. Gar nicht so weg. Jetzt hat der uns wieder nicht lieb. Es ist immer das Gleiche in diesem Spiel. So, wen müssen wir umlegen, damit wir rankommen? Sie ist so ein Verwandter. Sag mal, wieso gehört dir das jetzt? Den Titel entziehen? Ja. Hier ist mir die Meinung, aber sollen dann noch. Ich könnte auch einfach alle den Titel entziehen, sollen sie rumheulen. Fertig. Die anderen Vasallen kriegen die Freiheit und gut ist. Aber da muss ich aufpassen, wen ich freilasse. Ach, ist das nervig. Ist mein Großherzogstitel am Ende wieder los, so den Großhäuptlingstum. Ach Gott. Es liest sich halt so schön, der Name unseres Hauses hier. Was ist los? Die Preise für normal, vormals unbedeutendes Land steigen. Die richtigen anderen sind mit genug Land bebaubar zu machen, um eine neue Liegenschaft zu richten. Das sind wir überhaupt gar nicht. Bauplätze haben wir. Nur anfangen können wir damit nicht. Offensichtlich nicht. Kaum habe ich kein Geld, wollen die was von mir. Das ist unglaublich. Okay, wir pausieren hier an der Stelle und schauen uns beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Immer schön locker vom Hocker und so weiter. Eins nach dem anderen. Ich mache für heute eine Pause, sonst drehe ich hier durch. Sonst, glaube ich, werde ich hier nie wieder was erreichen. Insofern, wir sehen uns dann ein andermal. Bis dahin, durchatmen, beten, viel Glück wünschen.